Ja, vielen Dank für die netten Worte. Grüß euch, grüß Gott. Eingangs ist keine Entschuldigung, aber ich bitte um Nachsicht, dass ich die letzte Woche den einen oder anderen Anruf negiert habe, die Nachricht negiert habe, mich nicht gemeldet habe. Wir haben das vereinsintern, da nickt schon wer, wir haben das vereinsintern so beschlossen, dass ich meine Statements praktisch auch zurückhalte, weil wir nicht wollten, auch im Hinblick auf das wichtige Spiel gegen St. Pölten, dass wir da ein großes Theater machen. Ich hoffe, ihr versteht das, kann gleichzeitig zusichern, dass wir gut zusammenarbeiten werden, weil wie ihr sicher wisst, habe ich das Geschäft auch von der anderen Seite die letzten Jahre gelernt und weiß, wie wichtig im Fußball heutzutage eine gute und korrekte Zusammenarbeit mit allen Medienvertretern, wie wichtig das ganz einfach ist, und das kriegen wir mit Sicherheit hin, das verspreche ich. Also es wird in Zukunft nicht passieren, dass ich mich nicht mehr zurückmelde oder nicht abhebe. Sonst, was kann man sagen, dass das für mich natürlich eine tolle Geschichte ist, Sturmtrainer zu sein, das brauche ich nicht extra erwähnen. Das war heute, wie in der Früh beim Wechsel gefahren bin, je näher ich zu Graz gekommen bin, umso schöner ist das Wetter geworden. Und da war es wirklich so, dass ich mir gedacht habe, da schau her, wenn Engelreisen heute kommen, endlich haben. So war das Gefühl. Also es war wirklich wunderschön, wie ich aufgenommen worden bin, nicht nur von der Sonne, sondern auch von allen Verantwortlichen, vom ganzen Staff, jetzt, die ich jetzt in der kurzen Zeit heute kennenlernen durfte, war großartig. Gleichzeitig ist mir aber natürlich bewusst, dass egal ob Österreicher, Nicht-Österreicher, jung, alt, groß, klein, dick, dünn, egal ob Österreicher, wie gesagt, oder Nicht-Österreicher, Sturmtrainer zu sein, das ist etwas, das Höchste wahrscheinlich für mich persönlich in Österreich. Das ist gleichzeitig eine große Verantwortung natürlich auch. Ich bin nicht der, der in der Vergangenheit lebt. Ich hatte hier zwar eine erfolgreiche Karriere, das ist richtig, aber es war weit entfernt, dass ich mir die letzten 15, 20 Jahre irgendwelche Spiele angeschaut habe, in denen ich irgendwelche prominenten Gegner vom Rasen schubsen wollte. Das klar ist, das war schön, aber es ist abgeschlossen. Das hilft uns nicht auf dem Weg, den wir jetzt gehen müssen. Es hilft uns nicht weiter. Und jetzt geht es nur eins, und das kann ich versprechen. Roman Melich 2018 hat sich in manchen Sachen sicherlich verändert. Zu jenem Roman Melich, wenn man so will, um die Jahrtausendwende, sagen wir. Was sich nicht verändert hat, ist der Kampfgeist, der Willen, die Einstellung, Spiele zu gewinnen. Und das werde ich vermitteln von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das kann ich versprechen. Es geht Dankeschön. nicht um Personen, nein, ich will nur was sagen, es geht nur darum, dass wir Spiele gewinnen für Sturm Graz. So, war das ein gutes Anfangsplädoyer? Kann man so sagen? Kann man so sagen, Ja. ja. Dankeschön, ich bitte um Ihre Fragen an die vier. Herr Melich, wie sehen Ihre Pläne in puncto Spielidee aus? Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich meine Ideen, weil ich die Spiele ja verfolgt habe, aber ich bitte um Verständnis, ich habe noch keine Möglichkeit gehabt, mit den Spielern zu sprechen, mit der Mannschaft zu sprechen, und möchte quasi jetzt nicht der Mannschaft über die Presse mitteilen, was wir in Zukunft geplant haben.